Hi Leute, Desano hier und willkommen zu einer neuen Folge von Hardcore Desano. Wie viel Meter kann er machen, ohne an einem Stein hängen zu bleiben und den Charakter zu verlieren? Erst viel Spaß dabei. Jetzt haben wir den Spieß rumgedreht. Zumindest ein bisschen. Wenn ich im Urlaub bin, hast du Zeit aufzuholen. Obwohl, du bist bestimmt eh schon weiter als ich, oder? So, auf geht's. Wird HC gespielt? Wie kommt's? Ja, war ein Gruppenentscheid hier. War ein Streamentscheid. Die haben mich misshandelt und gequält und haben gesagt, du musst das machen, sonst kriegst du nichts mehr zu trinken und so. Und was würdest du da machen, ne? Wenn du geknebelt irgendwo liegst und dann treten 50 Leute auf dich ein, was würdest du machen, ne? Dann machst du nichts. Deswegen habe ich gesagt, ja gut, komm, dann ja, dann machen wir's. So. Glaubt ihr mir, dass ich mich deutlich sicherer fühle mit meiner Drohne? Ah, nice. Komm, du holst dir den da hin. Die hört genauso gut wie mein Hund. Okay, gut. Lügert! Rocher-Verbot hat es gegeben, ist so. Ist so, kann ich gar nicht mitleben. Komm. Ich weiß noch, als der HC-Modus kam, der Raid, mein HC-Char lebt ja noch mit der Eagle. Mega. Gecko, gut, dass ich dich jetzt habe. So viele Fragen, die ich dich fragen möchte, nur weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Einfach raus. Einfach raus damit, Gecko. Wir haben auch ganz, 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 ganz liebe Leute hier im Stream und in der Community, auch im Discord, die aushelfen, ne? Wenn irgendwas ist. Aber ich bin, wie gesagt, lieber einmal mehr gefragt als einmal zu wenig. Und gibt keine blöden Fragen. So. So, warte mal, hier war doch was. Genau. Genau. Befreiung von Downtown East. Ja, steht doch auf der Liste. Ich glaube, da machen wir auch weiter. Ich glaube, das machen wir auch. Befreiung von Downtown East. Pin mal an. Okay. Gestürzte Kräne. Da gehen wir hin. Krass, der ganze Raid von eben ist wieder weg. Ja, ist normal. Ist normal. Ein Raid ist doch immer schwierig. Warning. Tatsächlich. You are now entering a contaminated area. Ein Raid ist immer schwierig. Und die meisten Leute, die beim Shoot im Moment eh zugucken, die sind First Descendant am Spielen. Die haben gerade eh kein Interesse und so. Ist doch normal. Ja, besonders im HC-Modus, genau. Die wissen, dass das nicht lang dauert hier. Spielst du Division 2 auch auf der PlayStation? Ja. Bin auf der PS5 unterwegs. Gibt es eigentlich jetzt ein Achievement für Iron Horse auf HC oder haben die das nicht nachträglich eingefügt? Das kann ich dir aus dem Stegreif tatsächlich nicht sagen, gell? Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. So, let's go. Darf man dir eine Freundschaftsanfrage schicken? Natürlich. Gib mal Ausrufezeichen PSN ein in den Chat, dann kriegst du meine PSN-ID. Und dann gerne adden. Oh. No.
Geht so schnell auf Stufe 1 her? Da passt nix. Ist die Drohne ist einfach Gold wert. Ah, stimmt, hätte vor allem Horst auch gerne Belohnung. Ja, wäre cool, wenn sie das noch einfügen würden, so, ne? Ich bin schuld, Leute, was geht? Was geht? Alles gut, mein Lieber? Oh, ich fand die Feier nicht an. Hostile broadcast detected. Oh, da kommt was. Wo will er hin? Alter. Guck mal, wo der hinläuft! Der gesehen, oh, hat C-Char, gar keinen Bock. Gibt's ja nicht. Okay. Wie gesagt, Gecko, mach mal Ausrufezeichen PSN und dann kriegst du meine ID und dann schick mir eine Freundschaftsanfrage. Ich im Stream zu suchen hin und her, das ist ein bisschen. Das dauert tatsächlich zu lang. Dann schickst du mir einfach, dann kann ich die direkt annehmen. Ja, und bei dir, bei mir auch alles gut. Danke dir. Musste so lachen, als im HC damals die Igel in der Kiste war. Seitdem gammelt der Char im weißen Hause nie wieder angefasst. Ja, das ist schon ein Achievement, gell? Also ein persönliches. Das ist schon geil. Auf jeden Fall. Das ist ein Harding. Gucken. Oh, schön, dass die 1% Waffenschaden und Kopfschaden hat. Das ist natürlich mega. Ich bleib tatsächlich beim Fertigkeitenrang. Geh ihn nicht an. Oh. Nachschub liefern. So viel habe ich gar nicht. Ich habe doch noch gar nichts gesammelt, oder? Alter, ich habe nichts. Ich habe ja gar nichts. Ah, ist das krass. Okay. Habut! Moin, na, wie geht's dir, mein Lieber? Kam die Adlerträger in der Dark Zone zweimal, ja, schon krass. Wie hier, genau, wo ich den Sean gerade hier hab, Leute. Wer auf der Playstation spielt und nochmal gern in Paradise Lost, im verlorenen Paradies, in der Incursion unterwegs wäre, ne? Scheut euch nicht, den guten Sean mal anzuschreiben. Oh. Könnt ihr auch schön bei mir im Discord machen. Also auch da freut sich immer. Mir geht's gut, soweit. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's auch gut, Habut. Danke dir. Länger nicht gehört, bevor das dir gut geht. Ich glaube, ich hab dich als Freund im System. Danke, das dann. Okay.
Access key detected. Wer den Schlüssel? Da lacht er schon. Ich schick die alle zu dir. Da kannst du sehen, wie du mit deiner Zeit umgehst. Ratata! Achso, ach deswegen. Achso. Hätte tatsächlich mal Lust, die Incursion ohne zu fallen mit Leuten zu spielen, wenn sich jemand findet für die Trophäe. Ja, guck. Bist du beim Schauen genau richtig. Der läuft hier öfter. So ein bisschen. So ein, zwei Runs hat er schon gemacht. Gibt's so für PC-Spieler jemanden, der Raid und Paradies läuft? Domi, schreib mal den Fight-Wolzen, den Ron, bei uns im Discord an. Der hat einen PC-Clan mit vielen aktiven Leuten, richtig coole Leute. Und die laufen auch die Incursion und so. Frag da einfach mal nach. Okay. Dankeschön, nichts zu danken, nicht dafür. Dachte gleich kommt Doktor. Ey, das muss ich auch einführen. Eigentlich. Das müsste ich eigentlich auch einfügen. Das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Das muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das. Moment. Fatality. Okay. Hab ich mir aufgeschrieben. Alle, wenn jemand folgt. Schau mal, bei der Son of YouTube müsste Incursion Flawless sein. Da sind wir mit ihm im Stream aus Versehen Flawless in 15 Minuten gelaufen. Ja, ist so. Das war wirklich überhaupt nicht geplant. Total geil. Das war echt geil. Okay. Ja gut, die tausche ich 1:1 aus. Die Brandset Boni nehme ich schon mit. Ich hab hier, glaubt ihr mir nicht, ich hab bis heute nicht alle, oh, ich hab schon Teil Providence. Ach, da waren auch die Handschuhe, hört auf. Okay. Okay. Gehen wir von hier aus. Das Beste an dem Video ist immer wieder gut, dass Sanus sich am Ende totlacht. Die Geräusche haben mich fast gekillt. Tut mir leid. Ja, das war wild. Fand ich gut. Aber hier, ja genau, was ich eben ansprechen wollte. Hier die Projekte, beziehungsweise wo man die entsprechend in den Gebieten die SHD-Behälter sammeln muss und so, ne? Ich habe in New York bis heute nicht, hatte ich nicht die Muße, da alle zu machen, ne? Da fehlen mir immer noch, glaube ich, 2 oder so.
1 gegen 1, 1 zu 1 Tausch. Ja, sehr gut. Alter, ich die Schmutz in den Kisten sehe. Oh, eine APK. Upgrade. Upgrade. Upgrade ist brutal. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Mir kann man nicht mehr helfen. Aber ist alles gut. Dann hier ist ein schönes Community-Ding, Havu. Das wird eine schöne Challenge hier. Das. Danke dir. So. Hier ist ein bisschen mehr Schuss drin. Die APK wird auf jeden Fall viel helfen. Ein sehr, sehr geiles, sehr, sehr geiles LMG. Oh, hier ist Wasser, die brauchen wir, die Komponenten. Und mit. So. Sehr gut, kann ich den Kram wenigstens. Den Kram wenigstens schon mal spenden gleich. Den Hammer, aber lass mal gucken. Ist die nächste, ne, dann geben wir die gleich bei dem Kontrollpunkt ab. Dann gehen wir hier hin. Holen die SHD noch. Ja, 5 Minuten 42, Domi, das ist absolut, absolut Ultra-Speedrun, ne? Also, wenn du wirklich gechillt durchläufst, hast du so, ja, sag ich mal, so Pi mal Daumen in eine Viertelstunde. Wenn du gut eingespielt bist und die Mechaniken schön verinnerlicht hast, das solltest du dir auch eher als, solltest du eher als Maßstab nehmen. Weil gerade bei den Speedruns, da kommen manchmal Techniken zum Einsatz, die sind alle halt so aufeinander abgestimmt. Geglitscht, ja, deswegen. Ja, aber wie gesagt, lieber die Mechanik so, weiß, ob wir mehr genug haben, gell? Oder? Ne, können wir mal gucken. Lieber die Mechaniken auf normal auf die richtige Art und Weise lernen, ist deutlich besser, als wenn du dir direkt so ein Speedrun-Kram anguckst, ne? Kann ich dir nur empfehlen. Ja, 14 Minuten sind noch voll okay. Sind doch voll in Ordnung. So. Okay, dann ab zum Kontrollpunkt.
Sagen, wen hat er da gesehen? Yo. Aber sieht nix. Happy New Year. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, geh mal heim. Was ist los gerade? Ja, noch gehen wir nicht heim. Wir leben noch. Jawoll. Detecting additional hostile contacts. Heavily armored hostile detected. 9 bis 10 Minuten habe ich mir Zeit gesetzt, genau, ohne jegliche. Ja, vollkommen nice. Unser Flawless war mit 15, der war ja auch mehr als entspannt gespielt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ding hab ich dir gesagt, also das ist ja, absolut super. Wenn du als schön als Team. Guck mal hier raus aus meinem. Das ist mein Loot! Wenn du da eingespielt bist und bist zu dritt da, kannst du locker einen mitziehen, ne? Der entsprechend ein bisschen vorbereitet ist. So. Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Meldung hier, gell? Nervt. Gucken. Ich nehme lieber Gefahrenschutz. Ich habe eh keine Crit-Chance. Passt. Im 60 eh nice. So. Ob das ausgereicht hat? 4 noch. Muss sparsam damit umgehen, gell? Oder wie war das? Okay. Dann gehen wir da runter. Mit Gamer mit euch da rein. Bin zwar kein Profi, aber kenne die Abläufe. Ja. Wie gesagt, meldet euch beim Sean. Ich werde doch mal gern wieder laufen. Es ist halt zeitlich, ist halt immer so eine Sache, ne? Ich helfe gern, wenn Zeit ist. Bin ich der Letzte, der sagt.
Deswegen. Das neue Exo-Sturmgewehr-Sträger, mit welchem Set kann man die kombinieren, dass sie mehr Schaden zufügen kann? Das wird sich tatsächlich auch noch rauskristallisieren, weil die Season so einiges durchschütteln wird. Besonders was der Modifier angeht und so. Es wird deutlich mehr Optionen geben, wie man bauen kann. Und dementsprechend, ja, lässt sich das schwer sagen. So generell auf die Träger bezogen, würde ich auf jeden Fall schauen, dass sie da eventuell noch ein bisschen mehr Munition verpasst. Durch entsprechende Sets. Und dann halt wirklich generell offensiver spielst mit der, ne? Weil das Ding. Das Ding schreit förmlich danach, dass du dich innerhalb von einem Radius von 10 Metern um die Gegner bewegst, weil da auch der Buff der Sträger zu gelten kommt. Deswegen, ja. Vorsicht, District Union Arena Gebiet ist Gegnerstufe 20, glaube ich. Oh, okay. Gehen wir doch mal gucken. Oh, ein P416. Stufe 5. Ja, dann tauschen wir aus. Nehme ich die APK aber als zweite. Und endlich mal ein neuer, besserer Holster. Okay. Hab ja nicht umsonst 2, 3 oder 12 Läufe dort gemacht. Ja, ungefähr. Hab mal Delta Force auf PC gespielt, finde ich nicht schlecht. Ist gute Abwechslung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch ausprobiert. Gefällt mir tatsächlich auch gut. Oh, jetzt ist die Info weg. Ein Glück. Okay. Klar, ne? Nebenquests freigeschaltet. Wir werden aber, denke ich. Stufe 5, ja. Wir bewegen uns mal zum Viewpoint Museum. Im Zweifel, ja, stürmen sie mit allem. Muss man dann Eisern Lungenbild in der neuen Season auch umbauen? Tatsächlich, eigentlich nicht. Also es wird neue Varianten geben, schöne, auf jeden Fall. Zumindest habe ich die mal auf dem im Kopf. Zum Ausprobieren. Aber das Lungenbild, so wie es da schon ist, wird ja nochmal stärker mit der nächsten Season. Allein weil sie Umbra gebufft haben, ne? Bisschen. Bin raus. Olli, danke dir mal lieber, gell? Jetzt echt, dass ich das mal ausprobiere, dass ich die klein mache. Okay, ja. Per se muss man eigentlich gar kein Bild umbauen zur neuen Season. Ja, ja. Die werden alle so wie sie sind auch funktionieren und oder stellenweise sogar besser performen, ne? Und wenn dann die ganzen Modifier drin haben, wirst du halt doch mal richtig, richtig exotische Builds sehen, die dann basierend auf den ganzen Modifiern so richtig steil gehen. Ich bin auch raus. Wünsche dir einen schönen Urlaub. Stefan, danke dir. Schön, dass du reingeschaut hast, gell? Freut mich. Oh. Oh. Guck mal, wo wir sind. Navy Plaza. Navy Plaza. Ich weiß nicht, Lexi, ob du noch da bist. Den werden wir jetzt noch machen.
In Gedenken an deinen HC. So. Oh. Oh, warte, Gecko, ich lese gleich. Wenn die ein bisschen ruhiger ist. Oh, die Drohne hält mir die Schimpf am Leib. Okay. Ich hoffe, das war gut gerecht. Desano Bro, ich habe dich früher auf Messenger von Facebook kontaktiert, hab dir so viele Fragen gestellt. Seit dem Tag habe ich von YouTube deinen Kanal stets Sets gebaut. Und danke dafür, dass du uns hilfst bei allen Dingen in Division. Nichts zu danken, bitte nicht dafür, ne? War mit einer der Gründe, warum ich das Ganze angefangen habe. Weil einfach die Interaktion total geil ist, ne? Und weil es genug Leute gibt, die Hilfe wollen, Hilfe gern annehmen. Und mit denen man sich super austauschen kann. Wobei ich halt jedem empfehlen würde, von Facebook eigentlich generell die Finger zu lassen, weil das so toxisch ist mittlerweile und das echt keinen Spaß macht, stellenweise. Aber ansonsten, ja, ne? Ach, Navy Hill, ach, stimmt. Stimmt, nicht Navy Plaza, Navy Hill, alles gut. Oh, okay. Egal, Lexi, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So. Das Wichtige und hoffentlich was länger dauert ist, erspielen der Modifier. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Guten Abend. Guten Abend an Tago. Geht's dir mal lieber? Ein L86, die tausche ich aus gegen die APK. Oh, kommt. Ne, die lasse ich drin. Standardmaske, mit kann man so sicher. Ah, die. Ich lasse die Richtung Kaiser noch. Die zwei Fertigkeitenringe tun mir gut, auf jeden Fall. Okay. Nächstes Ziel, Viewpoint. So, und das war's mit dem aktuellen Part der Hardcore-Reihe. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch nicht, je nachdem, ob der Charakter überlebt hat.